Sie besaßen im 19. Jahrhundert die größte Bank der Welt. Ohne ihre Gelder wären weder der technische Fortschritt noch so mancher Krieg im 19. Jahrhundert finanzierbar gewesen. Die Rothschilds. Sie stehen für eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte über mehrere Generationen und sind zugleich, ebenfalls über Generationen, Zielscheibe für antisemitische Hasspropaganda. Aber wie mächtig waren die Rothschilds tatsächlich? Bedienten oder bestimmten sie die Interessen der Herrschenden? Entschieden sie tatsächlich über Krieg und Frieden im Europa des 19. Jahrhunderts, wie ein Bonmot besagte? Beschäftigt man sich mit den Rothschilds und deren Bedeutung für die europäische Geschichte, so führt einen die Recherche über kurz oder lang nach Zürich und Genf und damit in zwei der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. Neben den Schweizer Großbanken gibt es nicht zuletzt aufgrund des erst 2017 abgeschafften Schweizer Bankgeheimnisses auch eine Vielzahl von Privatbanken. Unter diesen befinden sich zwei Banken, die den klingenden Namen der geschichtsträchtigen Bankiersfamilie Rothschild tragen. Zum einen die Edmond de Rothschild in Genf und zum zweiten die Rothschild & Co. in Zürich. Die Genfer Rothschild-Familie, also auch die Bank, ist weitaus verbundener mit der Schweiz. Die ist ja auch außerhalb von Genf zu Hause in diesem Schloss Prégny. Die Schweiz war ja auch Zufluchtsort von der Familie während dem Zweiten Weltkrieg. Also daher ist Genf bestimmt bedeutender. Allerdings ist für beide Zweige der Familie die Schweiz enorm wichtig, sowohl als Wohnort als auch Geschäftsort. Das Schloss Prégny am Genfersee erwarben Adolphe de Rothschild und seine Gattin Julie bereits 1857. Allerdings nicht als Firmensitz, sondern als Rückzugsort für die Familie. Es stand hier vorher ein anderes Schloss, aber die Rothschilds haben den Ruf, niemals ihre Füße in Schuhe zu stecken, die schon mal getragen wurden. Schon bald wurde Prégny zum Ziel der europäischen Hocharistokratie. So auch für Mitglieder des Hauses Habsburg, die die Nähe zu den finanzkräftigen Rothschilds suchten. Einer der Gäste am Genfersee war Kronprinz Rudolf. Ihn interessierte zum einen der prachtvolle Garten der Rothschilds, zum anderen bat er aber auch um Geld für einen Freund. Zu jener Zeit blickte die Familie Rothschild bereits auf eine rund 100-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Diese begann an der Wende des 18. Jahrhunderts in Deutschland im jüdischen Ghetto von Frankfurt. Von dort aus ziehen vier Brüder hinaus in die Welt, um im Auftrag ihres Vaters Amschel Rothschild ihr Glück zu versuchen. Alle vier sind in kürzester Zeit höchst erfolgreich und gemeinsam mit ihrem fünften Bruder, der daheim in Frankfurt bleibt, bauen sie ein Firmennetzwerk auf, das in die Geschicke des Kontinents über Jahrzehnte maßgeblich involviert ist. Die Napoleonischen Kriege, der österreichisch-neapolitanische Krieg oder der deutsch-französische Krieg. In all diesen Auseinandersetzungen waren es die Mitglieder der Familie Rothschild, die den Herrscherhäusern das Geld für die Kriege oder die Reparationszahlungen besorgten. Und beginnend beim Bahnbau über den Aufbau der Stahlindustrie bis hin zur Finanzierung des Suezkanals, immer waren es die Rothschilds, die entweder als Finanziers oder selbst als Unternehmer die Geschicke der europäischen Wirtschaft mit ihrem Kapital mitbestimmt haben. In England und in Frankreich ist es nicht so zentral, aber in Österreich im Speziellen oder noch weit mehr in Ungarn wäre ohne den jüdischen Bankiers, ohne den industriellen Gründungen, ohne den Fabriken wahrscheinlich im 19. Jahrhundert nichts Modernes entstanden. Trotz ihres großen unternehmerischen Engagements findet man heute gerade in Wien kaum noch Spuren, die auf diese bedeutende Unternehmerfamilie verweisen. Es gibt jetzt am beschämenden Rothschildplatz da bei der neuen Bank Austria im zweiten Bezirk am Nordbahnhofgelände. Ein winziger Platz ist das irgendwie für das, was diese Familie eigentlich geleistet hat für die österreichische Industrialisierung, ist es relativ wenig und beschämend.
Mit ihrem immensen Reichtum haben die Rothschilds aber nicht nur politische und wirtschaftliche Entwicklungen finanziert, sondern auch zahlreiche private Investitionen getätigt, die sehr dazu beitrugen, dass sie die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich zogen. Die Rothschilds selbst sind ja auch so sichtbar, weil sie dann einen Lebensstil entwickeln, der sehr, sehr, sehr opulent ist, sehr demonstrativ auch den Reichtum zeigt. Es werden Schlösser gebaut in England, Frankreich, Österreich, Deutschland, Italien, in denen sie eben Politiker und eben auch durchaus regierende Monarchen empfangen. Das heißt, sie sind schon Teil dieser Führungsschicht in Europa, aber sie machen nicht die Politik. Diese Kombination aus Reichtum und politischer Vernetzung führte schon sehr früh zu Neid und Anfeindungen. Die Rothschilds waren eine jüdische Familie und der Antisemitismus spielt von der ersten Bemerkung der Rothschilds quasi in dieses Thema irgendwie mit hinein. Das ist so der Beginn dieser wirklich ersten antijüdischen Weltverschwörung und die Rothschilds sind halt ein klingender Name. Die stehen dann vielleicht auch weniger wirklich für die Familie Rothschild als vielmehr als Symbol für das angebliche Weltjudentum. Die Verschwörungstheorien beruhen ja immer darauf, dass jemand eine Kausalkette sieht, wo keine ist. Und am liebsten hat man einzelne Menschen mit überragendem Einfluss, die irgendetwas bewegen, was sich der normale Mensch nicht vorstellen kann. Am besten in Verbindung mit Freimaurern oder sonstigen geheimnisvollen Gruppen. Und da ist natürlich Humbug, ja. Selbst um 1900, als ihr ökonomisches und soziales Wirken in ganz Europa noch allgegenwärtig gewesen ist, sahen sie sich nicht nur mit Anfeindungen der nationalen Lager konfrontiert, denen die grenzüberschreitenden Ambitionen der Unternehmerfamilie ihren eigenen ideologischen Intentionen zuwiderlief. Die Rothschilds haben ja irgendwie dann vor allem am Ende des 19. Jahrhunderts das Pech, dass sie von allen Seiten angegriffen und kritisiert werden. Von den Christlich-Sozialen, die leichten oder nicht so leichten Antisemitismus irgendwie zeigen, von den Deutschliberalen bis Deutschnationalen, die antisemitisch irgendwie sind, aber eben auch von den Sozialdemokraten wieder von einer anderen Seite, also auch immer die Finanzjuden, der Finanzkapitalismus und so weiter. Das heißt, sie geraten eigentlich hier in eine sehr unglückliche Situation. So wird die Familie Rothschild auch in einem frühen Werbespot der Wiener Sozialdemokraten als Beispiel für das Großkapital verwendet. Aber wie mächtig sind die Rothschilds wirklich gewesen? Der Mythos von der großen Macht der Rothschilds wurde nicht zuletzt von Gutle Rothschild genährt, die als Frau von Meyer Anschelm Rothschild als Mutter der Rothschild-Dynastie bezeichnet werden kann. Da gibt es eben den Bonmot, als 1830 eben die Revolution in Frankreich ausbrach, als Krieg drohte in Europa, dass eben die Gutle Rothschild, die Mutter Rothschild gesagt hat, es wird kein Krieg stattfinden, meine Söhne geben kein Geld dazu. Das ist eine gern sozusagen verbreitete Geschichte, die natürlich schon auch einen Kern von Wahrheit hat. Das heißt, die Rothschilds haben natürlich mit ihren finanziellen sozusagen auch Entscheidungen, auch Politik mitgeprägt, aber es überschätzt ihre Macht, wenn man, das hat natürlich die Mutter Rothschild sozusagen natürlich gerne so kolportiert in diesem Bonmot, aber es überschätzt eigentlich die Möglichkeiten und die Macht der Rothschilds. Tatsache ist, dass die Rothschilds in ganz Europa sehr bald enge Kontakte zu den jeweiligen Herrschern und Regierungen pflegten, so vor allem auch in Wien. Bei Salomon Rothschild wissen wir, er ist bestens vernetzt mit Ministern, mit hohen Diplomaten. Dadurch gelangt er dann wieder in einen sehr engen Kontakt zu Metternich, dem Staatskanzler. Der Staatskanzler ist noch dazu über Kredite quasi mit den Rothschilds irgendwie verbunden. Das heißt, es entsteht eine sehr enge Verbindung und Metternich denkt daher auch relativ häufig an die Rothschilds, wenn es um irgendwelche Staatsfinanzierungsgeschäfte gegangen ist. Das Geld steht wie gewünscht zur Verfügung.
Aber da die Rothschilds nicht nur im reaktionären Wien enge politische Kontakte unterhielten, sondern zum Beispiel auch in dem politisch deutlich liberaleren London, lässt sich keine klare politische Position der Familienmitglieder erkennen oder gar ein politisches Ziel ablesen, das sie mit ihrem Handeln verfolgt hätten. Also die Rothschilds waren sicherlich eine einflussreiche Familie, aber sie haben jetzt, sagen wir, keine politische Agenda im eigentlichen Sinne gehabt. Umso wesentlicher war das Finanzgeschick der Rothschilds für den Wiederaufbau Europas nach den Napoleonischen Kriegen. Der Kontinent ist in großen Teilen zerstört. Die Staaten haben einen riesigen Finanzbedarf zum Wiederaufbau. Und in dieser Situation sind die Rothschilds die Bank, die am ehesten eben die Staaten mit ihren Finanzen unterstützen können. Das fragt man sich, wie kann das überhaupt sein irgendwie? Man muss sagen, das Besondere der Rothschild Bank war, dass sie eben ihre wichtigste Niederlassung eigentlich in London hatten und dass sie damit den Kapitalmarkt des am weitesten industrialisierten und fortgeschrittensten Land in Europa für die Finanzbedürfnisse der europäischen Staaten erschließen und öffnen konnten. Wenngleich die Rothschilds durchaus auch auf den kriegerischen Erfolg einzelner Staaten spekulierten, im Wesentlichen ging es ihnen darum, nach den Napoleonischen Kriegen in jenen Ländern, in denen sie Niederlassungen besaßen, stabile Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Geschäfte funktionieren nur dann, wenn wir gesicherte Rechtsverhältnisse haben. Und die Revolution wirft gesicherte Rechtsverhältnisse über den Haufen. Das ist ihre Natur. Und es weiß ja dann am Ende keiner, wie es ausgeht. Das kann auch ihr Ende bedeuten, ihr wirtschaftliches. Dementsprechend wird es kaum einen Unternehmer geben, der mit wehenden Fahnen für die Revolution kämpfen wird. Auch im Jahr 1848, wo sich in Wien fast alle Wiener Juden an der Revolution gegen die Monarchie und Metternich beteiligten, standen die Rothschilds auf der Seite der Herrschenden. Wenn man oft Memoiren liest von jüdischen Familien in Wien, also die Sympathie lag eindeutig auf Seite der 48er Revolution. Die Rothschilds waren eigentlich die einzigen, die ja quasi zu Metternich gehalten haben und die dann ja auch ihm zuerst zur Flucht verholfen haben und dann auch selber aus die Stadt verlassen mussten. Aber die Rothschilds waren immer anders. Das Bemühen der Rothschilds, in vielen politischen Krisen das bestehende System zu stützen und damit auch den Frieden zu erhalten, lag sicherlich auch darin begründet, dass sie Niederlassungen in verschiedenen, sich manchmal durchaus feindlich gegenüberstehenden Ländern besaßen. Die Rothschilds haben wirklich auf Frieden gesetzt, weil sie einfach dadurch, dass die Familie auch vernetzt war und dass in all den Städten immer jeweils ein Sohn gesessen ist, man wollte den Frieden haben. Krieg ist schlecht für die Geschäfte. Der Krieg zerstört Werte, zerstört eben auch den Wert von Anleihen, je nachdem, wer sozusagen den Krieg dann später gewinnt oder auch verliert. Also deshalb haben sie eigentlich sehr häufig Interesse daran gehabt, praktisch eher für Frieden oder den Frieden zu unterstützen. Und ein gutes Beispiel ist eben der Deutsch-Französische Krieg. Sie sind einerseits in Deutschland, sie sind andererseits in Frankreich. Und plötzlich stehen sie auf den beiden Seiten der Front. Und das ist natürlich für die Familie, für ihr Engagement und auch für ihr Selbstverständnis eine große Herausforderung, ein großes Problem. Deshalb haben sie natürlich tatsächlich Interesse, auch durchaus persönlich, den Frieden aufrechtzuerhalten. Das gelingt nicht. Also sieht man auch, dass sie den Einfluss dann doch nicht haben, dass andere Mächte dann auch wirklich stärker sind. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg waren es die französischen Rothschilds, die sich darum kümmerten, die Reparationszahlungen des französischen Staates an Deutschland aufzustellen. Das zeigt noch mal auch, welche Bedeutung sie eben auch durchaus für die französische Politik, für Frankreich hatten in dieser Zeit. Und es ist ihnen eben gelungen, auch in relativ kurzer Zeit diese Summe zu finanzieren und eben auch den Transfer zu organisieren. Für die Entwicklung Deutschlands spielten diese Gelder eine große Rolle, lösten dort eben erstmal einen Wirtschaftsboom aus nach der Reichseinigung. Also von daher sieht man auch, welche Rolle diese Gelder eben tatsächlich gespielt haben. In eine schwierige Situation brachte die Familie der Erste Weltkrieg, wo sich die Rothschilds loyal zu Staaten verhalten mussten, die einander feindlich gegenüberstanden. Wie der Krieg die bislang stets engen Familienbande innerhalb der Rothschilds auf eine harte Probe stellte, so pervertierte er so manche von den Rothschilds in den Jahrzehnten zuvor vorangetriebene infrastrukturelle und industrielle Errungenschaft.
Dabei nahm der wirtschaftliche Aufschwung der Rothschilds in einem ebenfalls durch Krieg und Zerstörung geprägten Europa seinen Anfang. Europa um 1800. Die meisten Staaten und Herrscherhäuser benötigen Geld. Viel Geld, das sie sich über Banken zu besorgen versuchen. Das Wesentliche ist eigentlich das Staatsanleihegeschäft, mit dem nicht nur Kriege finanziert werden, sondern generell die Hofhaltungen finanziert werden. Die haben alle sehr aufwendige Häuser und Schlösser unterhalten und auch dafür braucht es quasi diese finanzielle Unterstützung. Da kommen erstmals die Rothschilds ins Spiel. Für diese Staatsanleihen erweist sich das Bankhaus Rothschild als der wichtige Player im 19. Jahrhundert. Neben der Finanzierung von Kriegen und Herrscherhäusern sind die Staatsanleihen und damit das Bankhaus Rothschild aber vor allem für die industrielle Entwicklung Europas im 19. Jahrhundert von großer Bedeutung. Man hat England ein bisschen bezeichnet im 19. Jahrhundert zunächst als Werkstatt der Welt und später dann als Banker der Welt. Ich glaube, man könnte das Bankhaus Rothschild durchaus auch so als Banker, als the world's banker, irgendwie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vielleicht bis in die 1870er Jahre bezeichnen. Die Rothschilds stellen aber nicht nur Kapital zur Verfügung, sondern beteiligen sich selbst aktiv an der industriellen Revolution. Dabei konzentrieren sie sich zunächst auf den Bau von Eisenbahnlinien. Es hat sich bei der ersten Strecke, die eben in 1830 zwischen Liverpool und Manchester gebaut wurde, gezeigt, dass das eben ein gewaltiges Erfolgsmodell ist. Da haben die Rothschilds noch nicht investiert. Da war Nathan Rothschild zum Beispiel zu vorsichtig. Das war ihm zu riskant. Aber mit dem Erfolg dieser ersten Eisenbahnlinie in Europa haben dann vor allen Dingen Salomon Rothschild in Österreich und James Rothschild in Frankreich in diese ersten großen Eisenbahnprojekte investiert. Mit der Eisenbahn setzen die Rothschilds wirtschaftlich zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Karte, ohne dabei ein klares Programm der Modernisierung Europas vor Augen zu haben. Sie haben eher, so ist mein Eindruck, auf die sich wandelnde Zeit, die Möglichkeiten, die eben auch die gesellschaftliche, die politische, die wirtschaftliche Entwicklung bot, reagiert, sehr schnell reagiert und haben eben vielleicht auch aus den Erfahrungen, die ihr Vater auch noch als klassischer Hoffaktor eben entwickelt hat, in die Moderne übertragen und da vielleicht auch einfach die Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt. Auf ein neues Zeitalter. Salomon Rothschild kennt sich mit der Eisenbahn überhaupt nicht aus, aber er lernt dann Franz Riepel kennen und der quasi macht ihm dieses Projekt dann irgendwie schmackhaft. Und Rothschild erkennt sicherlich auch, abgesehen von dem eigenen Effekt, den das hatte, er hat Witkowitz, das Eisenwerk, irgendwie gekauft und wollte sich da quasi die Kohlenzufuhr auch irgendwie sichern durch dieses erste Nordbahnprojekt. Aber er erkennt sicherlich generell die Bedeutung der Eisenbahn für den Industrialisierungsprozess. Zur Erinnerung an Salomon Rothschilds Pionierleistung wurde im Vestibül des 1865 erbauten Wiener Nordbahnhofs ihm zu Ehren eine Statue aufgestellt, die 1938 von den Nationalsozialisten entfernt wurde und die heute im Jüdischen Museum Wien aufgestellt ist. Aber die Rothschilds bauen nicht nur in Österreich die Franz-Ferdinand-Nordbahn, sondern auch in Frankreich eine Verbindung, ebenfalls Richtung Norden, von Paris zum Atlantik. Und auch in Italien sind sie maßgeblich für die Errichtung von Eisenbahnlinien verantwortlich. Zudem engagieren sich die Rothschilds europaweit auch in der Industrie, wobei dieses Engagement, zumindest in Österreich, zunächst noch misstrauisch beäugt wird, wo man als junger Adeliger sein Glück eher in anderen Berufen sucht. Die Karrieren, die die jungen Söhne machen wollen, sind eher liegen beim Militär. Man will Offizier werden oder man will Beamter werden, um sich ein sicheres Auskommen irgendwie zu sichern. Als Industrieller war man nicht unbedingt so gut beleumdet, das war risikobehaftet. So waren es die Rothschilds, die 1855 mit der Gründung der KK, privilegierten österreichischen Kreditanstalt für Handel und Gewerbe, der späteren Kreditanstalt, den Industriellen der Donaumonarchie jene finanzielle Hilfestellung anbot, die sie für ihre Start-ups benötigten.
Da braucht es eben dann diese Banken und das ist speziell die Kreditanstalt, die sich ja dann ein Beteiligungsnetz von über 200 Betrieben aufbaut bis 1914. Also eigentlich behauptet man, dass ein Großteil der österreichischen Industrie dann von der Kreditanstalt abhängig war. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben in den 1920er und 30er Jahren. Aber mit Sicherheit war die Kreditanstalt tatsächlich eine Bank von europäischer Bedeutung noch in den 20er Jahren. Die Gründung der Kreditanstalt war so der erste Schritt, Österreich irgendwie modern zu machen und sowas wie einen Kapitalmarkt entstehen zu lassen, wie es ihn in England und in Frankreich ja schon gegeben hat. Und von der Warte aus kann man das gar nicht hoch genug einschätzen. Aber die Rothschilds zogen sich nicht darauf zurück, ihre wirtschaftlichen Erfolge zu verwalten, sondern sie investierten ihr Kapital weiterhin in neue Projekte. Sie gründen den österreichischen Lloyd in den 1830er Jahren, also eine Dampfschifffahrtsgesellschaft. Also auch da sind sie Pioniere, was diese neue Technik, die Dampfkraft irgendwie betrifft. Von Witkowitz, diesem Stahlwerk und Eisenwerk, habe ich gesprochen. Das ist heute Kulturdenkmal der Tschechoslowakei. Es ist ein riesiges Werk, das im 19. Jahrhundert zum bedeutendsten Eisenwerk der Monarchie wird. Es gehören ihnen Mineralölraffinerien, unzählige Fabriken. Also sie sind sehr, und gerade zum Teil auch in Branchen, denen man damals noch nicht, wo man noch nicht wusste, wie viel Zukunft diese Branchen haben. Eher jüngere Mineralölraffinerie ist ein junger Zweig im 19. Jahrhundert. Aber sie riskieren durchaus auch in solche Geschäftszweige irgendwie zu gehen. Gerade bei der Rohstoffgewinnung engagierten sich die Rothschilds weltweit, wie zum Beispiel beim Quecksilber, wo sie einige Zeit eine Monopolstellung innehatten. Und mit der Errichtung des Suezkanals waren die Rothschilds an einem der wichtigsten Infrastrukturprojekte für den europäischen Handel beteiligt. Aber woher kamen die Rothschilds und wie kamen sie zu dem schier unermesslichen Reichtum, der es ihnen ermöglichte, all diese Investitionen in Europas Wirtschaft und Infrastruktur zu tätigen? Ihre Erfolgsgeschichte begann mit Amschel Mayer Rothschild um 1800 in Frankfurt. Die deutsche Finanzmetropole am Main war eine der wenigen Städte im Mittelalter, aus der die jüdischen Bewohner nicht vertrieben worden sind. Und so erfreute sich die Stadt eines großen jüdischen Zuzugs. Trotzdem erging es den Juden in Frankfurt nicht besser als andernorts in Mitteleuropa. Und länger als in anderen deutschen Städten mussten sie dicht gedrängt in einem Ghetto leben, das im Grunde aus einer einzigen Gasse bestand. Die Judengasse war ein Zwangswohnbezirk. In Frankfurt eigentlich nur eine Straße, in der aber im 18. Jahrhundert 3.000 bis 4.000 Menschen wohnten. Die Judengasse war umgeben von einer Mauer, die eben mit drei Toren versehen waren, die an christlichen Feiertagen und über Nacht geschlossen waren. Aber nicht nur die Bewegungsfreiheit der Juden war eingeschränkt, sondern auch ihr wirtschaftlicher Handlungsspielraum. Sie konnten zum Beispiel kein Handwerk ausüben. Das war den christlichen Zünften in der Regel überlassen, sodass eigentlich nur relativ wenige wirtschaftliche Bereiche überhaupt übrig blieben, in denen eben Juden tätig sein konnten. Das war vor allen Dingen der Handel im 18. Jahrhundert und das Bankwesen. Aus der Not heraus gelang es einigen wenigen jüdischen Geschäftsleuten, so auch Amschel Mayer Rothschild, sich als Hoffaktoren oder Hofjuden an den deutschen Herrscherhäusern nützlich zu machen. Das heißt, sie haben zum Beispiel die Höfe der Zeit mit Krediten, mit Luxuswaren versorgt. Sie haben die Heere eben mit entsprechenden Waffen, mit Löhnung, mit Nahrung versorgt. Rothschild erwarb das Vertrauen des Kurfürsten Wilhelm IX. Von Hessen-Kassel. Dieser war einer der reichsten deutschen Herrscher, bis ihn Napoleon 1806 vertrieb. Er musste ins Exil gehen und konnte aber einen Gutteil seines Vermögens retten, irgendwie, oder des Staatsvermögens, Privatvermögens, die ja miteinander sozusagen ineinander übergingen. Und in dieser Zeit des Exils und auch durchaus der strengen Überwachung durch die französische Polizei, durch die französische Armee, haben die Rothschilds das Vermögen des Landgrafen verwaltet und gerettet. Und das spielt auch eine wichtige Rolle in ihrem wirtschaftlichen Aufstieg in dieser Zeit. Und der Landgraf von Hessen-Kassel ist natürlich eng verbunden mit den Gegnern Napoleons. Er ist selbst vertrieben worden. Also das schafft natürlich auch für die Rothschilds als seine Vermögensverwalter, als seine Hoffaktoren sozusagen eine politische Parteinahme gegen Napoleon und gegen die napoleonische Besetzung auch Deutschlands.
Das erklärt vielleicht auch, warum Anselm Meyer Rothschild sich in den Napoleonischen Kriegen dazu entschied, die alten Herrscherfamilien Europas gegen Napoleon zu unterstützen, obwohl die rechtliche Situation der jüdischen Bevölkerung unter Napoleon durchaus verbessert wurde. Dementsprechend mussten die Rothschilds aufpassen, nicht den Unmut der zwischenzeitlichen Machthaber in Deutschland auf sich zu ziehen. Es gibt interessanterweise von 1810, glaube ich, 1811 ein Verhörprotokoll, wo die französische Polizei praktisch die ganze Familie in Frankfurt festgenommen hat und verhört hat und rauskriegen wollte, in welcher Verbindung stehen sie eigentlich zu diesem exilierten Kurfürsten. Und da können sie sich rausreden im wahrsten Sinne des Wortes, aber man merkt anhand dieses Verhörprotokolls, dass sie doch unter misstrauischer Beobachtung der französischen Polizei stehen. Es ist aber nicht die Treue zum Kurfürsten Wilhelm IX., der Anselm Meyer Rothschild seinen rapiden Aufstieg als Bankiersfamilie verdankt, sondern vor allem der Tatsache, dass er im Gegensatz zu anderen Hoffaktoren über den eigenen Tellerrand hinausblickt und mit seinen 5 Söhnen ein europaweites Firmennetzwerk aufbaut. Das Wichtigste im damaligen Geschäftsleben war Vertrauen. Und Vertrauen tut man am ehesten jemandem, der aus der eigenen Familie kommt. Salopp gesagt, der wird einen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht betrügen. Und wenn man sich die damalige Kapitalswelt anschaut, dann speziell in der Zeit der Napoleonischen Kriege, dann war es natürlich sehr wichtig, jemanden in London zu haben, jemanden in Paris zu haben und jemanden in Wien. Und genau dieses Prinzip hat Meyer Amschel und seine Söhne verfolgt, in jedem wichtigen Markt einen Vertreter sitzen zu haben. Nathan ging dann schon 1798 nach England, also natürlich in Absprache mit dem Vater. Er war damals knapp 20 Jahre alt. Und James ging so ungefähr ab 1811 nach Frankreich, hat dort in Paris eine Bank gegründet. Salomon Rothschild hatte enge Beziehungen zum österreichischen Hof aufgebaut und hat eben die Wiener Niederlassung gegründet. Neapel wurde eine Niederlassung, die eben der zweitjüngste Sohn Karlmann oder Karl später aufgebaut hat und geleitet hat. Und die Frankfurter Niederlassung hat nach dem Tod des Vaters 1812 hat der älteste Sohn Amschel übernommen. Es ist eine Verfünffachung der Macht. Ja, die anderen haben vielleicht einen Bruder und der sitzt da irgendwo und hilft ihnen. Aber also da, diese richtige Dynastie der Rothschilds, die sie eigentlich über ganz Europa da irgendwie verteilt, das ist schon relativ einzigartig. Gingen die Rothschilds nach London, Paris und Wien im Zuge der Napoleonischen Kriege, entstand die Niederlassung in Süditalien, als Metternich die Absetzung des Königs und die Entstehung einer liberalen Ordnung in Neapel mit militärischen Mitteln rückgängig machte. Das hat Karlmann begleitet. Die Finanzierung lief über die Rothschilds. Und im Zusammenhang mit dieser Intervention in Neapel und der Veränderung der Verfassung, die Macht ging wieder an den König, den bourbonischen König zurück, haben die Rothschilds dann 1820 eine Bank in Neapel gegründet. Also so sieht man, wie aus Situationen, aus politischen, aus wirtschaftlichen auch Chancen und Entwicklungen dann die Entscheidung fiel, dort eine dauerhafte Bank zu errichten. Damit besaßen die Rothschilds Niederlassungen in den wichtigsten Finanzmetropolen Europas. Aber ebenso bedeutend war die für damalige Verhältnisse perfekte Kommunikation, die es ihnen oft ermöglichte, über wirtschaftlich relevante Ereignisse schneller als andere am Finanzmarkt informiert zu sein. Sie haben über ein ausgezeichnetes System von Brieftauben verfügt, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein ganz wesentlicher Faktor gewesen ist. Neben diesem Brieftaubensystem wird auch auf das System der sogenannten Agenten hingewiesen. Die Rothschilds haben also ein Netz von verschiedenen Gewährsleuten irgendwie quasi über ganz Europa verteilt gehabt, über die dann quasi diese Informationen sehr schnell an die wesentlichen Akteure der Rothschilds gekommen sind. Wenn jemand sehr erfolgreich an der Börse ist, entstehen natürlich auch schnell Mythen. Zum Beispiel einer der berühmtesten ist, dass Nathan in London als erstes von der Schlacht von Waterloo gewusst haben soll, angeblich durch Brieftauben, und deswegen und nur deswegen die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Das ist eine der großen Legenden, die sich um den Erfolg der Rothschilds bündelt. Eigentlich eine schöne Geschichte, aber soweit eben die Forschung zeigen konnten, ist das tatsächlich eine Legende. Neben ihrer globalen Grundausrichtung und ihrem Kommunikationsgeschick gab es einen dritten wesentlichen Punkt, der für den Erfolg der Rothschilds ausschlaggebend war. Der
wurde auch sehr vorausschauend verheiratet. Also die Rothschilds haben eben nicht nur gut Handel getrieben, die haben wie die Habsburger auch Heiratspolitik betrieben. Das Interessante war, dass immer wieder dann auch ermahnt wurde, aber der Vater hat auch gesagt, wir müssen zusammenhalten. Also der Zusammenhalt der Familie, die eben in den verschiedenen Städten Europas sozusagen diese Banken begründet hat, das ist sicherlich ein ganz zentraler Faktor. Dabei ist die Kontinuität in der Familie gerade in der österreichischen Linie sehr auffallend. Das ist ja faszinierend. Die Rothschilds gibt es ungefähr 130 Jahre in Österreich. Und es sind eigentlich nur 4 Rothschilds, die da quasi die Geschicke der Bank, des Bankhauses geleitet haben. Und wir haben es mit sehr unterschiedlichen Rothschilds, glaube ich, irgendwie zu tun. Salomon gilt als eher knausrig, was so überliefert wurde. Der nächste Anselm gilt dann eher als großzügiger Wohltäter. Also es sind sehr unterschiedliche Charaktere und dennoch ist es aber gelungen, quasi diese Erfolgsgeschichte zumindest bis in die 1920er, 30er Jahre fortzuschreiben. Neben den Rothschilds gab es im 19. Jahrhundert aber mehrere andere Unternehmerfamilien, deren Entwicklung sehr ähnlich verlief. Die meisten haben zuerst mit dem Handel begonnen, so wie auch die Rothschilds, und sind dann mit dem im Handel erworbenen Kapital daran gegangen, zu produzieren oder eine Fabriken zu gründen. Und wenn man das gut gemacht hat über mehrere Generationen, sind diese Firmen natürlich gediehen, gewachsen und immer größer geworden. Das ist ein Prozess, der sich in ganz Europa eigentlich so quasi so ab 1820 abzeichnen und der eigentlich erst durch den Ersten Weltkrieg beendet wurde. Auch in der Habsburger Monarchie hat es Konkurrenz gegeben. Die Anstein und Eskeles, die Geimüller, das waren alles bedeutende, zunächst einmal sogar bedeutendere Häuser als das Bankhaus Rothschild. Viele dieser Familien waren jüdischer Herkunft, wobei sich die Rothschilds von den meisten dieser Familien nicht bloß dadurch unterschieden, dass sie wirtschaftlich über mehrere Generationen erfolgreich blieben. Und da ist natürlich auch interessant und hervorzuheben, dass bei den Rothschilds eine Tendenz, wie sie bei vielen anderen Familien, die also vermögend werden oder die, sage ich mal, ins Großbürgertum vorstoßen, zu beobachten ist, nämlich dass sie irgendwann das Judentum hinter sich lassen, katholisch werden und evangelisch oder zu einem christlichen Glauben konvertieren. Das haben die Rothschilds nie gemacht. Und das ist eben, was die Rothschilds auch letztendlich auch zu einer besonderen Familie machte, dass sie sehr bewusst eben Juden geblieben sind und sich auch eigentlich immer wieder für die Emanzipation der Juden in Europa oder auch außerhalb Europas mit ihren Möglichkeiten eingesetzt haben. So wenig sich bei den Mitgliedern der Familie Rothschild in den einzelnen Niederlassungen eine klare politische Positionierung ausmachen lässt, zumindest solange sie nicht durch Kriege dazu genötigt wurden, so eint sie doch überall in Europa ein großes Anliegen: die Diskriminierung der Juden zu beenden, wobei sich die Situation für die Juden in den einzelnen Ländern sehr unterscheidet. Nur Juden, die Toleranzsteuern gezahlt haben, durften sich in Wien niederlassen. Das war so Politik, die auf Josef II. Zurückging. Und das waren also quasi wohlhabende oder unter Anführungszeichen nützliche Familien, die das Recht hatten, sich in Wien niederzulassen und dann sehr hohe Toleranzsteuern zahlen mussten. Arme Juden hatten überhaupt kein Recht, sich in Wien niederzulassen. Und die Rothschilds, die wollten auch keine Toleranzsteuern zahlen. Also die haben in Wien nur im Hotel gewohnt. Man weiß ja bei Salomon Rothschild, er quartiert sich im Hotel zum römischen Kaiser da in der Renngasse irgendwie ein. Das ist das damals renommierteste und teuerste Hotel. Er darf es aber nicht erwerben, zunächst einmal, weil Juden kein Grundbesitz zugestanden wurde in Wien. Das dauert bis in die 40er Jahre. Da wird er dann Ehrenbürger der Stadt Wien und danach darf er das dann quasi irgendwie erwerben. Versagten die Habsburger den Juden lange Zeit den Grunderwerb, so waren sie bei der Vergabe von Adelstiteln deutlich großzügiger. Österreich ist bei der Nobilitierung von Juden ein relativ spezieller Fall, weil der österreichische Staat und das österreichische Kaiserhaus niemals ein Problem damit hatten, Juden in den Adelstand zu erheben. Also eines der frühesten Beispiele ist zum Beispiel die Familie Arnstein oder Eskeles oder die Wertheimsteine in Wien, die alle schon im 18. Jahrhundert nobilitiert wurden und waren immer jüdischer Konfession. Also man musste sich nicht taufen lassen, um einen Adelstitel zu bekommen. 1817 wurden sie vom österreichischen Kaiser, bekamen sie den Adelstitel, also von Rothschild. Und dann 1822 wurden sie zu Freiherren
ernannt, verbunden eben mit der Verleihung eines Wappens und dem berühmten Motto, das das Selbstbewusstsein der Familie prägt, also Concordia, Integritas und Industria, also alles Werte, die eben sehr stark auch mit geschäftlicher, mit beruflicher Tätigkeit zu tun haben. Jetzt muss man auch verstehen, dass der österreichische Staat natürlich immer versucht hat, Leuten eine Auszeichnung zukommen zu lassen, Leute an sich zu binden, indem man ihnen eine Freundlichkeit tut, die nach Möglichkeit nichts kostet. Und das Verleihen eines Adelstitels ist genau so etwas. Ich verleihe jemandem einen Adelstitel, das bedient seine Eitelkeit in der Regel, und erreiche damit, dass eine gewisse Verbundenheit mit Österreich vorhanden ist. Und gleichzeitig entstehen dem Staat keine Kosten. In England wird mit Lionel de Rothschild Mitte des 19. Jahrhunderts der erste jüdische Abgeordnete ins Unterhaus gewählt. Dieser kann aber sein Amt zunächst nicht antreten. Weil damit eine Eidesformel verbunden war auf den wahren christlichen Glauben. Und er als Jude konnte diese sozusagen und wollte diese Eidesformel nicht leisten, konnte deshalb sein Unterhausmandat nicht antreten und ist dann aber bei den folgenden Wahlen immer wieder angetreten, wurde immer wieder gewählt, bis tatsächlich diese Eidesformel verändert worden ist, also ein Stück Emanzipation der Juden in England. Ob England, Frankreich, Deutschland oder Österreich, die Familie Rothschild war überall darum bemüht, das Leben ihrer Glaubensgemeinschaft zu verbessern. So haben sie zahlreiche Einrichtungen gestiftet. In Wien unter anderem das Spital der Kultusgemeinde, das auch als das Rothschild-Spital bekannt war. Das war ein wichtiger Teil ihrer Tätigkeit, der interessant sehr stark durch die Frauen der Rothschild-Familien geprägt war. Das ist ja auch eine gendermäßige Arbeitsteilung im 19. Jahrhundert. Die Männer in der Bank und die Frauen sind sehr stark dann im Bereich der Wohltätigkeit aktiv. Das ist auf der einen Seite eine sehr wichtige jüdische Tradition, die sie fortsetzen, die sogenannte Tzedaka. Also das ist eine wichtige Verpflichtung, für Wohltätigkeit zu sorgen. Aber das ist auch ein wichtiger Teil ihres familiären, bis heute auch ihres familiären Selbstverständnisses. Sie waren gigantische Wohltäter. Das also jeder dieser zu Vermögen gekommenen Bankiers oder Großhändler hat bedeutende und bedeutendste Summen gegeben für Waisenhäuser, für Spitäler, für alle Arten an humanitären Einrichtungen. Sehr oft waren auch die Nobilitierungen damit verbunden. Also sie mussten große Summen geben, sonst wären sie, das war einfach ein No-Go, so wie das ja bis heute in den USA der Fall ist. Also das, ein entsprechendes Einkommen setzt eine gewisse Wohltätigkeit voraus. Tut man es nicht, wie es auch ein paar gegeben hat, die waren durchwegs nicht jüdisch, interessanterweise. Da spricht man dann von dem reichen Geizhals, nicht? Aber die Rothschilds waren keine selbstlosen Wohltäter, sondern sie verstanden es durchaus, ihr Geld auch in ihr eigenes Wohlergehen zu investieren. Sie errichteten so manches imposante Schloss, so auch in Österreich. Neben Schlössern in Niederösterreich, in Reichenau und in Waidhofen an der Ybbs, bauten sie auch in Wien. Allerdings nicht entlang der Ringstraße, sondern ein Palais im 4. Wiener Gemeindebezirk. Der 4. Bezirk ist eine eher, sag ich jetzt einmal, aristokratische Gegend gewesen damals, mit sehr vielen Gartenpalästen, er war vergleichsweise grün. Und das darf einer nicht erstaunen, weil die Rothschilds eigentlich spätestens seit 1850, 60 in Österreich nicht unbedingt mehr zum jüdischen, sich bildenden Bürgertum oder Großbürgertum zu zählen sind, sondern eigentlich eher zur Aristokratie. Sie sind, wenn man so will, die einzige jüdische Familie der Aristokratie. Ende des 19. Jahrhunderts war vor allem Kaiserin Elisabeth der Familie Rothschild freundschaftlich verbunden. So war sie auch einige Male bei ihrer Freundin Julie Rothschild im Schloss Brunny am Genfersee zu Gast. Zeugnisse der kaiserlichen Besuche am Genfersee blieben bis ins 20. Jahrhundert erhalten, wie zum Beispiel eine Stange, an der die Kaiserin turnte. Wenn Elisabeth kam, machte sie auch hier ihre Gymnastikübungen, im Château de Prigny. Und diese Stange, ich wusste gar nicht, wozu sie diente, als ich damals heiratete. Und man erklärte mir, das ist die Stange für die Kaiserin, der Kaiserin Elisabeth von Österreich. Und dann gab es diese Libanon-Zieder vor dem Haus, die wunderbar gewachsen war, unter der die Baroness Julie und die Kaiserin immer ihren Tee zu trinken pflegten. So wurde sie zur Zeder der Kaiserin. Als man ihren 100. Geburtstag feierte, ist diese Zeder umgefallen.
in den Salon des Schlosses. Sie hat die Fenster zersplittert und ihre Äste lagen im Inneren des Schlosses. Das ist doch eine außergewöhnliche Geschichte. Auch Anfang September 1898 war Kaiserin Elisabeth im Schloss Brunny zu Gast, wo sie noch am Tag vor ihrer Ermordung mit Caroline Julie de Rothschild dinierte. Übernachtet hat sie allerdings im Hotel Beau Rivage in Genf. Am nächsten Tag, den 10.09.1898, wurde die Kaiserin am Weg zum Raddampfer Genève vom italienischen Anarchisten Luigi Lucchini ermordet. Ein Ereignis, das die Welt erschütterte und schon früh verfilmt worden ist. Ach, um Gottes Willen, Majestät! Kamen die Rothschilds zunächst nur zur Erholung an den Genfer See, so wurde die Schweiz nach der Machtübernahme Hitlers zu einem wichtigen Zufluchtsort für die Familie. Damit endete auch die Erfolgsgeschichte der Rothschilds in Österreich abrupt. Wenngleich mit Louis Nathaniel von Rothschild der letzte österreichische Vertreter der Bankiersfamilie nach dem Krieg nach Österreich zurückkehrte und auf seinen eigenen Wunsch am Wiener Zentralfriedhof begraben worden ist, findet man heute kaum noch Spuren der Familie in Österreich. Weshalb sich 2021 eine eigene Ausstellung im Jüdischen Museum Wien mit dem Leben und Wirken der Rothschilds beschäftigt. Wir machen uns auf die Suche nach den Spuren, die die Rothschilds in der österreichischen Geschichte hinterlassen haben. Und es ist auffallend, wie wenig an die Rothschild erinnert. Und daran sieht man auch schon, wie mit dem Erbe der Rothschilds umgegangen wurde. Die Rothschilds wurden in Österreich quasi zweimal enteignet. 1938 durch die Nazis und dann nach 1945, wo ihnen dann ein Teil ihrer Kunstsammlung zurückgegeben wurde und andere wichtige Werke wurden abgepresst, die mussten sie an österreichische Museen zwangswidmen. Und erst 1999 durch das Kunstrückgabegesetz haben sie dann den Rest ihrer wertvollen Kunstsammlung zurückbekommen. Während sich die Familie Rothschild mit dem Verkauf des Schlosses in Waidhofen an der Ybbs im ausgehenden 20. Jahrhundert aus Österreich völlig zurückgezogen hat, so ist sie mit der Schweiz immer noch stark verbunden. Also Genf ist bestimmt auch der Rückzugsort. Man muss allerdings hier anfügen, dass so richtig beheimatet ist eine reiche und große Familie wie die Rothschilds vermutlich in mehrere Länder. Was das Vermögen der Familie Rothschild betrifft, so ist dies auch für erfahrene Wirtschaftsjournalistinnen schwer zu beziffern. Die Familie ist auch weit verzweigt. Somit ist es für uns sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wie groß das eigentliche Rothschild-Imperium, sofern es so etwas gibt, überhaupt ist. Was man allerdings sagen kann, ist die Genfer Rothschild-Familie, die gilt als einer der reichsten innerhalb von diesem Imperium. Auch wenn die Rothschilds als Banker heute noch in weiten Teilen der Welt eine wichtige Rolle spielen, ihre Macht und ihr Einfluss wird wohl meistens falsch eingeschätzt. Ich würde es weniger Macht nennen, aber im Reigen der Banker selber ist natürlich die Marke Rothschild ist enorm potent. Es verbindet eine langjährige Familiengeschichte, eine fast 300-jährige Bankgeschichte, eine Familientradition, Stabilität, Innovation. Das schwingt sehr, sehr, sehr viel mit. In der Geschichte der Familie Rothschild geht es weniger um die Macht, die sie hatte, als vielmehr um das Gespür, das sie besaß, im richtigen Moment die richtigen Investitionen zu tätigen und das Geschick, Entwicklungen voranzutreiben, auf denen unser heutiger Wohlstand basiert. Und wo in Europa verdienstvolle Familien wie die Rothschilds weg mussten, dort fehlte mit deren Fortgang weniger das Geld, sondern vielmehr ihre Innovationskraft und ihr Mut, sich neuen Herausforderungen zu stellen, ohne sich blindlings in kriegerische Auseinandersetzungen zu flüchten.